Ja, Leute, willkommen zu einer neuen Folge Alien Dark Descent. Ich habe ich schon seit Millionen von Jahren nicht gespielt, bin richtig raus eigentlich. Das Gute ist, das Spiel ist ja relativ gut zu beherrschen. Also, ist ein bisschen wie Fahrradfahren halt. Ich habe jetzt schon ein bisschen gespielt, ihr werdet festgestellt haben, ich bin weiter als beim letzten Mal. Weil ich hab schon versucht, eine Folge aufzunehmen, aber es geht mir so auf den Sack, Alter. Hier kommt alle 5 Minuten irgendeine Scheiße. Du kommst nicht voran, gefühlt nimmst du eine Folge auf und hast ständig nur irgendwelche Stellen, wo du permanent Geschütze platzierst, um irgendwelche Anstürme aufzuhalten. Und jetzt habe ich mich hier ein bisschen durchgeschlagen. Jetzt ist der Strom aus. Wir sollen jetzt Strom wieder einschalten. Hier ist alles voller Affen. Und ständig tauchen hier halt irgendwelche Kack-Aliens auf. Mein Sniper hat nie Schussfeld. Ja, und wenn, dann werde ich trotzdem entdeckt. Und dann ist hier ständig. Geht hier richtig der Punk ab. Und ich weiß nicht, wo richtig, wo ich hin soll. Wir haben ja keinen Strom. Ich weiß nicht, ob das, das richtig ist, was ich hier mache, ja? Ja, und unser altes Problem kennt er ja. Dass wir, nicht zurück können. Also quasi kein neues Team zusammenstellen. Ah, geil. Weil wir dürfen ja keine Tage mehr verschwenden. Wir müssen also mit dem Team irgendwie durchziehen. Das wird richtig bitter. Also wir sind aber auch. Wir sind nicht mehr weit weg vom Ziel, ja. Wir haben 88% in der Kampagne. In der Mission haben wir auch, ich glaube, fast 70% erreicht. Also wir sind geil unterwegs, aber. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt hier gleich was drin die Sprung kommt. Ich stell mal eins auf. Ja, und zu einem Überfluss halt dadurch, dass wir keinen Motion Tracker mehr haben. Wurde auch noch gerade das Licht ausgeknipst. Ihr habt aber nichts verpasst, ne? Ich bin die ganze Zeit durch die Gänge geirrt. So, jetzt haben wir wieder Strom, okay. Ah, genau, als wir die Stelle hier erreicht haben, wo wir jetzt hin sollen, da wurde der Strom ausgeschaltet. So, was ist hier hinten noch los? Ah, das ist wirklich ein Labyrinth des Todes hier. So, ich würde sagen, wir gehen hier lang. Da ist noch eine Kiste für uns. Na, ah, oh, shit. Komm, knipset weg, bitte. Ach, schauen wir nicht. Cool, zack. Und so weit ging mir das ständig, ne? Ihn erschossen, auf den letzten Nippel, trotzdem getroffen werden. Genau. Ah! Wie machen wir das jetzt hier geschickt? Oh Gott, Mann! Diese beschissene Erkältung geht mir auch so auf den Sack, ey. Weiß nicht, ob das eine gute Position ist hier. Scheiße. Die Punkte behalten wir einfach. Ja,
Ja, und das mit dem Ansturm die ganze Zeit. Und wenn du den Ansturm geschafft hast, dann wird es automatisch Kategorie 2. Und es wird einfach nie besser, ne? Was vermieden hier am besten? Die Stelle. Incoming. Planting mine, watch your feet. Oh, die klettern hier einfach rüber. Darauf bin ich nicht vorbereitet. Aber die ganz gut. Wir würden jetzt eh vorbei sein, oder? Er kann doch nicht sagen, er kommt näher. Das wird ja. Hört er gefühlt nie auf. Alle laden nach, Junge. Ich lasse die Schütze mal hier kurz stehen zur Sicherheit. Zumindest die Beden. Oh, also ne. Oh, die Tipps sind nicht, ne? Ja, unsere Munition hier richtig mit da weg. Er müsste noch verbesserte Schütze geben, die rundum feuern. Also die sich, wo du den Winkel nicht anpassen musst. Ah, pack den Shit schnell ein. Ich kann das andere Schütze nicht anvisieren. Und der Stress Stage schon wieder steil. Was, Leute? So, wo müssen wir lang? Was ist das hier für ein Loch? Wirklich einfach nur ein Loch? Okay. Ich hab schon vergessen, wo das ist. Das ist echt scheiße. Oh, und da wartet wieder. Knallt ab. Oh ja, dann visieren wir doch die Tür an. Genau, und dann laufen wir genau rein. Dann kriegt jeder mal einen schönen Spritzer Säure ab. Ah, ist das nicht schön? Das ist richtig schön. So, jetzt dürfen wir uns hier wieder verteidigen. Kategorie 2. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Jetzt wird's funny. So, und so hier ich gefunden auch die ganze Zeit dieses like deployed, alles hingestellt. Er wird ja sicherlich auch gleich kommen, der Meister. Wir haben schon keine Munition mehr, ne? Alter, wir haben nur zwei Streifen Munition. Was machen die denn mit der Munition? Shit. Muss ich mal die Nase schnauben, sorry. Versuchen wir einfach das Ding hier aufzumachen. Jetzt wie Ladestreifen, ey. Alles voll Dullis. Lassen wir die Schütze erstmal stehen. Was ist ein Mensch? Mein Scharfschütze.
Hinten, immer hinten, so dass er nicht wirken kann. Ah, ich liebe das. Ich feiere das so, ne? Dieses System, was nicht hinhaut. Komm! Oh, ey, Bruder, Alter. Sorry, ich bin da nicht. Also für mich funktioniert das in dem Punkt auch ja nicht. Ja, ist in Ordnung. Lass uns einfach mal decken. Weil Ena keinen Platz gefunden hat zum Sein, richtig? Soll ich den hier jetzt hier noch machen? Ich würde mir ja durchsneaken, wenn die jetzt. Aber. Wie sie einfach abgebrochen hat, Alter. Ach komm, ey, lass es doch gut sein, Alter, okay. What? Alter, hier rennt der Dicke rum. Ist klar. Aber er kommt hier nicht rüber, ne? Also, das ist eine schöne Position hier. Kann er uns sehen? T, um die Kamera zu fokussieren. Da sind wir hin, oder was? Oh, ich werde schon wieder entdeckt. Mann, ja, klasse. Oder hauen die jetzt meine Schütze kaputt? Werden mir ja nicht angezeigt. Doch hier. Also, wenn da einer dran vorbeimarschiert, das möchte ich sehen. Fünf Stück alle in dieselbe Richtung ausgerichtet. Mann, ey. Diese Entdeckungslinien. Ach, das ist schon die Tür hier. Ach, krass. Da muss ich mir aber meine Schütze noch vorher irgendwie holen, oder? Und vielleicht nochmal eine Runde Bubu machen. Das scheint hier ein guter Raum dafür zu sein. Oh, Munition. Munition. Let's see what's inside. Die haben hier richtig fleißig gebaut. So, jetzt ist das hier aber bestimmt kein Schlafraum, ne? Natürlich nicht. Sorry, Leute, aber ich muss erst rum. Wir können da jetzt nicht ohne Geschütze weitermachen. Und da liegt auch noch ein Datenpad. Hurry up, Squad! Got you in my sights. Und gleich nochmal dasselbe, bitte. Ah, hier der wieder, ne? Sniper macht sie so bezahlt. Hey, I found something. Looks like a data pad. So. Geschütze bergen. Knöpfe drücken. Packing Sentry Gun. Sentry Pack. Wir müssen dann denken, dass wir den offiziellen Dingsmodus haben. Ich meine, wir müssen jetzt bis hier rennen oder laufen, um uns ausruhen zu können. Oder nach hier. Das ist so ein Dreck.
Es würde halt Sinn machen, ne? Das war der kleine Raum hier. Wir werden da sowieso wieder von irgendeinem Kackvieh gesehen. Ja, wisst ihr, was wir machen können? Wir können ja mal. Wo ist One? Mann. Okay, wir sind drin. Oh, mach dicht. Da haben wir jetzt einen Speicherpunkt und der Stress ist nochmal abgebaut. Das Problem ist, unser Team ist einfach richtig schlecht, ne? Wir haben ihn dabei, der haut uns immer auf die Fresse. Bauen weniger Stress ab. Normalerweise ist es mir so, wenn du Newton Sunny dabei hast, heilt jeder einen Punkt, einen Lebenspunkt. Wir haben keinen dabei, der einfallsreich ist, der Munition baut in der Pause. Ey, das ist... Die Situation ist einfach Grütze. Kann er hier noch bitte behandelt werden? Und hier auch bitte. Okay. So, Leute, kommt. In der Hoffnung, dass jetzt die Kinds im Schacht sitzt irgendwo. Scheiße, Mann. Nein. Abknallen. Lauf doch bitte. Mann, ist das ihr Scheiß Ernst? Was fängt sie da an, mir rumzuhonken, Alter? Nein, fick dich, Spiel. Es ist so ein Dreck. Es ist einfach nur Dreck. Mann. Oh, ich hasse es. Dämliche Scheiße, ey. Ständig nur diese Scheiße. Wirklich. Aber ich bin echt froh, wenn ich das hinter mir habe, ne? Es ist nur noch Stress. Oh, natürlich, Alter. Manchmal ist es besser, auf die Otago zurückzukehren. Ey, ich weiß doch ja nicht, wo das jetzt hier abgeht, ja? Ob es jetzt von aus dem Tor kommt? Also, und dann machen wir das Tor auf und dann gehen die da drin und dann stehen hier die Schütze alle draußen. Ich sehe das schon wieder kommen. Was mach jetzt den Oh nein, warum nicht? Weil Feinde dann hier sind? Wo ist der Praetorian? Oh, mal hier nicht. Warum ist er hier? Kann ich bitte ihn aufmachen? Sicherer Tod, ja, sicherer Tod ausgewählt. V des Todes. Alle laden schön herzlich nach hier. Als ob keiner mehr kämpft. Als ob keiner mehr kämpft. Das ist ein unendlicher Ansturm. Sicherlich. Runner,
Leute, wir machen hier mal Schluss. Ja, er liegt im Meter, die Brust. Er liegt die Schütze alle andersrum hingestellt. Ja, so wusste ich's nicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Aliens Dark Descent. Gott, verflucht.